Da stehen Sie vor dem Regal und überlegen, was soll ich heute bloß einkaufen? Günstigen Joghurt oder soll ich mir vielleicht mal was gönnen und den teuren nehmen, der angeblich die Abwehrkräfte stärkt? Viele glauben diesen Werbeversprechen und geben Millionen für probiotischen oder laktosefreien Joghurt aus. Der Lebensmittelindustrie schmeckt das wirklich bestens, aber halten die teuren Gesundmacher tatsächlich, was sie da versprechen? Ein klassisches Frühstück mit allem, was dazugehört. Nicht mehr zeitgemäß, wenn man der Nahrungsmittelindustrie glaubt. Heute soll morgens mehr auf den Tisch. Ein Schluck Gesundheit zum Beispiel. Soll in diesem Drink stecken. Oder Margarine für weniger Cholesterin im Blut. Versprechen, mit denen Hersteller Profit machen. Gut für Darm und Immunsystem, so verspricht es diese Werbung. Warum ist Yakult so wertvoll? Weil wir von Yakult seit über 70 Jahren für Ihre Gesundheit forschen. Weil nur Yakult die aktiven Shirota-Gesundheitsbakterien enthält, die das Gleichgewicht der Darmflora fördern. Weil Yakult so ein intaktes Immunsystem und Ihre Gesundheit unterstützt. Yakult, weil Ihre Gesundheit das Wertvollste ist. Teure Lebensmittel mit Zusatznutzen. Ein Milliardengeschäft für die Nahrungsmittelindustrie. Pflanzenöl für eine herzgesunde Ernährung oder Cornflakes für die Anregung der Verdauung. Dieser Joghurtdrink will Abwehrkräfte aktivieren können. Schöne Versprechen. Stimmen Sie? Schon mal gekauft? Ja. Glauben Sie das, was da drauf steht? Aktiviert Abwehrkräfte? Ehrlich gesagt, nein. Und warum kaufen Sie es dann? Weil es schmeckt, vom Geschmack her, ja, es schmeckt gut. Also ich glaube persönlich nicht dran, dass sie viel bewirken oder dass ich sie brauche. Deswegen nehme ich sie nicht persönlich. Wie finden Sie das, wenn die Industrie verspricht, aktiviert Abwehrkräfte, gut für die schlanke Linie, gut für die Verdauung? Finden Sie sowas? Schlimm, ich arbeite mit Kindern und die stopfen das in sich rein und die werden immer dicker und immer blöder. Skeptische Verbraucher und auch die EU in Brüssel will Beweise sehen. Keine Irreführung mehr. Die Hersteller müssen wissenschaftliche Belege für ihre Versprechen liefern. Das Ziel, den Verbraucher von falschen Werbeaussagen der Industrie befreien. The Health Claims Regulation is totally consumer-oriented. Die Health Claim Verordnung der EU ist völlig verbraucherorientiert. Sie sorgt dafür, dass in Zukunft nur noch solche Versprechen zugelassen werden, die auch wissenschaftlich geprüft worden sind. Sobald also diese Verordnung abschließend in Kraft tritt, kann sich der Verbraucher im Supermarkt sicher sein, dass, wenn zum Beispiel auf einem Produkt steht, hoher Kalziumgehalt und deshalb gut für die Gesundheit, dass so eine Aussage auch stimmt. Die Begutachtung vieler Inhaltsstoffe läuft. Auf dem Prüfstand tausende Anträge der Industrie. Die meisten kommen aus Deutschland. Ich vermute einfach, dass es hier ein besonderes Interesse an gesunden Lebensmitteln gibt. Das bedeutet dann aber auch, dass es für die Deutschen besonders wichtig ist, dass sie die Sicherheit bekommen, dass die Aussagen auf den Produkten wissenschaftlich belegt sind. Eine Goldgrube für die Hersteller, Joghurts und Getränke mit zugesetzten Bakterienkulturen, mit blumigen Versprechen. Die einen wollen das Darmwohlbefinden verbessern, andere werden konkreter. Wenn die körpereigene Abwehr durch äußere Einflüsse belastet wird, kann Actimel die Abwehrkräfte von innen heraus stärken. Stärken auch Sie Ihre Abwehrkräfte zusätzlich mit Actimel. Am Bundesforschungsinstitut für Ernährung in Karlsruhe sieht man diese Werbeaussage kritisch. Der Ernährungsmediziner Dr. Achim Bub ist in den EU-weiten Prüfprozess mit eingebunden. Klar ist, ein solcher Slogan stärkt den Umsatz des Herstellers, aber auch die Abwehr seiner Kunden. Bei der derzeitigen Beurteilung durch die Europäische Lebensmittelbehörde wird es sicher schwierig, so ein Claim auch in der Zukunft zu halten. Denn es muss nachgewiesen werden, dass dieses Produkt bzw. die darin enthaltenen Kulturen tatsächlich die Abwehrkräfte aktivieren. Und das wird nicht einfach werden. Der Hersteller von Actimel, Danone, sieht der Bewertung von Activia und Actimel Claims positiv entgegen und erklärt gegenüber Plus Minus, dass der Effekt in zahlreichen klinischen Studien nachgewiesen sei. Ähnlich argumentiert Kellogg's für das Produkt Dayvita. Wir sind überzeugt von der wissenschaftlichen Validität unserer Aussagen.
Doch Achim Bub bleibt gegenüber solchen Lebensmitteln generell skeptisch. Diese Produkte sind nicht mehr oder weniger gesund wie jedes andere Lebensmittel auch. Das heißt, diese Produkte können niemals eine gesunde Ernährung ersetzen. Gesund ernähren geht auch klassisch. Mit dem sicheren Gefühl, etwas für sich und nicht für den gesunden Umsatz der Hersteller zu tun.